Lange blieb ich stehen, versuchte, meine Gefühle zu orten. Was spürte ich hier? Was? Spüren oder denken war die erste Frage, die ich mir stellen musste. Die Ambivalenz kam eindeutig aus dem Konglomerat aus beidem. Ich weiß nicht mehr, was ich erwartet hatte, aber mit Sicherheit war es etwas anderes gewesen. Meine Erwartungshaltung biss mich ins Bein. In diesem Augenblick schmerzte die Wunde noch brennend. Wie immer und besonders in schmerzhaften Situationen versuchte ich mich aufs Spüren zu konzentrieren, das Denken so weit wie möglich auszuschalten. Die grüne Weite in meinen Augen, das laue Lüftchen an dem schattigen Platz, an dem ich stand, luden zum Verweilen ein. Also blieb ich. Langsam löste sich der Aufruhr in meinem Inneren. Ich spürte, wie das Leben weiterging. Es schien, als spürte ich das Gras wachsen. Die Ewigkeit des Hier und Jetzt hatte mich erreicht. Ich schloss die Augen, um von dem Ausblick nicht länger abgelenkt zu sein. Aus meinem Bauch stieg Wärme in mein Herz. Demut, an diesem Ort stehen zu können, satt und sicher.